So, dann lass uns jetzt mal starten, damit wir dann heute ein bisschen was geschafft bekommen. Aber ich dachte, er mag deine Schenkel. So. Können wir jetzt? So, ja, können wir. Das Messer ist auch die einzige Möglichkeit, wie zum guten Stecher wirst, Kev. So, Ja. jetzt aber. Ist das Ich wieder so sag ein bisschen. mal. Ja? Ist das wieder so ein bisschen ein kleiner Rückblick auf die Folge, die ich damals so benannt habe? Also, während unsere falsche Dame hier drüben versucht, noch ein bisschen zu fingern, Werden kleine. sage ich mal: Willkommen! Hier spricht Ihr Kapitän vom Ich will auch Luftschiff kommen. Crazy Five YouTube. Heute mit der kleinsten Besatzung, die wir jemals hatten, nämlich nur wir drei. Aber Ja, was? Aber gerade von. wir machen. Weißt Jetzt geh weg und lass mich in Ruhe. Nein, lass erstmal morgen zu Ende reden, Kev. Du hast angefangen. Siehst du? Weg ist er. So, So, jetzt. also, Nochmal. ja, mit der kleinsten Schiffsbesatzung, die wir je hatten, heute nur wir drei, weswegen wahrscheinlich hier nachher alle Löcher ziemlich wehtun werden. Nein, weil wir werden heute trotzdem sehr viel Spaß zusammen haben und wieder eine Playliste zusammen zocken. Wenn die beiden sich hier endlich entschieden haben und ihre Eheprobleme gelöst haben. Er hat angefangen. Moment, halt. Ich hab doch mal was anderes hinaus aus. Ich meine, wir sind ja eine sehr tolerante Gruppe. Wir haben hier halt ein Pärchen aus einem Mann und einem transvestierenden Mann. So, und ja, wir machen heute auch wieder Playlist. Wie gesagt, heute nun habe ich mal also das heißt kleine Playlist, eine Playlist, die passend ist für drei Leute erstellt. Entschuldigung. Die passend, die, die, die passend ist für drei Leute erstellt, Ja. wo wir halt keine Team-Events drin haben. Und ja, die werden wir Natürlich. jetzt mal angehen. Jetzt gebe ich mal ab hier an den männerliebenden Kev, der hier gerade seine Eheprobleme noch löst. Und der kann auch mal seine Zuschauer und seine Community noch begrüßen. Ja, ich wollte natürlich auch erstmal noch mal gerne ein paar Sachen irgendwo reinstecken. Nein, ja, von meiner Seite aus natürlich auch herzlich willkommen. Klar, heute mit unserer kleinen Rumpftruppe. Wer fragt, warum die anderen nicht dabei sind? Enrico und Baby aus den gleichen Gründen. Die haben nämlich Besuch. Und Max hat auch heute leider aktuell keine Zeit, wird aber hoffentlich bald wieder mit dabei sein. Und ja, wir drei sind quasi so das Überbleibsel heute. So, gut, dann schauen wir mal, was wir heute die Reihe kriegen. Aua! Was du so für uns heute auch vorbereitet hast. Nur so nebenbei gerade, ich habe es tatsächlich heute auch geschafft, bei Deathmatch endlich zu veröffentlichen. Das heißt Playboy Party und viel Spaß. Da dürftest du aber nicht selber nicht dran teilnehmen, Kev. Würde ja nicht passen. Ja, ich bin ja der Chef. Ich gucke ja zu, wie sich alle nur wegen mir auf die Reihe, auf die Mappe kloppen. So, Also ich habe einen Vorschlag für heute. es kann als Team Deathmatch gespielt werden und als normales Einzel-Deathmatch. Alle, die Aber ich sich würde für wegen heute dir auf. vorschlagen, Ja? wir machen uns absolut kein Hehl, ob der Erste ist oder Letzter ist, sondern einfach nur dran. Jo. Ja, ich möchte mich trotzdem nochmal beim Sven entschuldigen im Zuge der letzten Aufnahme. Ich weiß, dass das keine Absicht war, diese Aktion. Und falls ich Nö, eben da. ich Falls das war so. letztes Jahr. Ich war Falls. letztes Mal durch, alles gut. Also, es ist einfach passiert. Es ist ärgerlich gewesen. Es tut mir leid, dass ich da den Sven angegriffen habe und auch die Sachen ein bisschen kaputt gemacht habe. Möchte ich mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen, auch für die letzten Male so ein bisschen. Nö, das war das letzte Mal abwesend. Ah, richtig abwesend. Hat man So, mitbekommen. Leute, kommt, macht los. Und falls irgendwas in der Richtung ist, falls irgendwer mal nicht kann, weil es ihm nicht gut geht oder so, dann kann das immer mal passieren, dass wir dann sagen, spielen wir lieber mit einem Mann weniger, bevor dann sowas wie letztes Mal rauskommt. Los, ab Jo, geht's. auf. Los geht doch, Peter. Ich bin Ja. dabei. Wer ist Peter? Das ist Primo. Viva Doloria. Verwandlung, ist das dein fucking Ernst? Oh Gott. Der Twister, Mr. Twister. So, können wir? Alle bereit? Oh, von Ja, mir aus. Kopf auf. Du bereit kann man bei deiner Spielliste nie sein, Mobbis. Warte mal.
Was ist denn das? Spieler 4. Oh, Mann. Oh. Wieso braucht man denn auf einmal mindestens vier Spieler für ein fucking Rennen? Rockstar! Alter, wer hat euch denn bitte in den Kopf Punkt. Ja, da wird heute leider keine Team mehr verlassen. Ich hab nochmal verlassen, weil, wie gesagt, vier Spieler. Ja, ja, genau. Oh. Wo ist der Kev? Ein Rennen, wo man vier... Oh. Nee. Das da muss man nicht. Ja, muss man nicht verstehen. Vor allem in der Ding steht 1 bis 16. Hier, Kev ist gerade müde, wir kannst du Zeit lassen. Wo habe ich denn hier was hoch? Ah, okay, ich sehe den Fehler, okay. Es ist nicht das Rennen. Entschuldigung. Aua! Jetzt fällt es auch wieder. Mir wurde körperlich Gewalt angetan. Hast du recht. Du hast angefangen. Es ist nicht das Rennen, Leute. Es war ein Event später in der Dings, wo wir mindestens vier Leute brauchen. Okay. Alles gut. Klar. Hat sich das auch aufgeklärt. Tada. Hat mich auch gewundert, seit wann braucht man denn für Rennen bitte vier Leute? Also, hä? Keine Ahnung. Aua. Jetzt geht das schon. Weißt du? So fängt es doch gut an, die Folge. So fängt das doch immer gut an. Morgen passt der Zeit. Kev ist müde. Naja. Kev braucht ein bisschen Ausdauer. Es gibt ja gleich Ausdauer. Alter. Ich bin wieder fit, Kev. Also demzufolge. Komm nur. Komm. Den falschen erwischt. Fresse jetzt. Also jetzt aber. Ich hab fast gar nicht mehr Leben. Ich bin schon Glück geworden, dass du umgefallen bist, aber. Guck mal, die blonde Schlappe ist so heiß, die fängt sogar schon an zu brennen, wenn sie am Boden liegt. Warte mal kurz. Markus, hast du Einladung gesendet? Nee, ich hab noch nicht eingeladen. Achso, okay, dann kann ich auch. Ja gut, das war jetzt kein Grundstück. Ich hatte nämlich nichts mehr. Du hättest mich so wegatmen können. Ich hab Markus vorher gefragt. Warte, was? Das ist nicht wahr. Nicht. Dim. So. Kev, brauch eine Weile bis hierher. Alles gut. Ja, es liegt daran, dass ich hier komischerweise mal weggeschaut habe. Nehmen wir das nochmal. So, Moritz, weg. Wir folgen. Also, ich habe noch keine Einladung von Moritz. Oh. Geht gleich los. Ach, wenn ich. Kev, wo bleibst denn du? Komm mal her. Wenn ich bis dahin nicht erstickt bin hier. Hier gibt's Spekulatius. Musst du heulen. Mama hat gesagt, ich darf nichts Süßes von was Fremden nehmen. Okay. Den aber nicht gesagt, dass ich was Süßes Fremdes nehmen darf. Er soll nichts von Fremden sich in den Mund stecken. Ach. Jetzt habe ich euch aber eingeladen, jetzt müsstest du reinkommen können. Ja, ich komme gerne irgendwo rein. Fresse mir letzter. Letzter 600 wegen scheiß 3 Sternen. Nur weil du den Sven wegbrezeln willst. So. Na gut. Ah, ich hab dem Kev noch einen Kopfschuss verpasst. Alles gut. Das hab ich gar nicht mehr gemerkt. Aber es ist wie immer bei dir. Bei dir. Das ist klar. Ja, das war bei dir normal. Deinen Schuss merke ich nie. Kev, ich bin schon 3 Level vor dir. Was denn passiert? Minimi. Ja. Du spielst ja auch die ganze Woche. Ich komm ja nicht dazu. Ich zock tatsächlich auch momentan echt nur mit der Aufnahme. Sven kann ja auch nicht schießen, wenn er sich alles für dich nach hinten klebt. Alter, da musst du wirklich alles abkleben, weil Kev, da nimmt er jede Stütze. Ja, die Fresse jetzt für dich. So können wir jetzt? Ja. Fang an. Alles gut. So. Ich habe den Fehler gefunden. Das war mal wieder eine... Ich auch, ist blond. Allerdings... Eine andere Mission hier in der Spielliste, die das ganz vor der Fehlerbord war, ein Kev eingeladen. Das war der Fehler. Nee, der Fehler, der ist blond und hat Hitten. So, Ach, nimm das Auto. Scheiß drauf. Na dann.
Ich bin flexibel. Man muss auch verlieren können, ne, meine Damen und Herren. Wenn du flexibel bist, weiß ich. Stimmt, Sven, man muss auch verlieren können. Deswegen hast du auch gleich deine Jungfräulichkeit an den Kev verloren. Da waren schon angebrannt. So. So, wo geht's denn hier lang? Im Zweifel geradeaus und dann die Kurven. Ich hab das schon geahnt, dass es jetzt knapp wird an der Stelle. Ja, ich auch. Ich hab nur gesehen, dass du vorbeigefilmt bist. Aber Kev macht den ersten, das ist was Neues. Das ändert sich gleich. Sven, du und ich und fliegen, du weißt. Das kann ich. Auch mach dir mal, das ist für mich kein Problem. Ui, ich bin raus. Oh. Gott sei Dank, ich bin raus. Ich hoffe, du hast einen Fallschirm. Nö. Aber ich glaube, ich habe einen Checkpoint verpasst. Alles klar, ich muss von vorne stoppen. Oh nein. Alles gut. Hast du den Checkpoint verpasst? Ich nicht. Warum? Weil er im Auto. Wo ist schon wieder? Hui! Am Morgen drei Runden, ist das sehr abends. In dieser Zeit kann ich doch auch nicht fliegen. Oh nein. Nein, nein, nein. Hä? Was? Kannst du jetzt fertig? Bin ich falsch abgebogen. Ja. Das ist normal bei dir. Ich hab's gerade mal komplett ausgehobelt. Ich hab, hab's gesehen. Ich bin an dir vorbeigefahren. Hab gesehen, wie du dich darum gedreht ja, hast. Ja, das ist aber das gleiche wie jetzt auch schon wieder. Ich dreh's ja komplett weg. Ich darf weg. Auto fahren. Juhu, ich kann Auto fahren. Juhu. Was ist jetzt? Links oder rechts? Ich fahr rechts. Ich bin rechts. Oh, das wissen wir. Das wissen wir, Kev, dass du rechts bist. Halt. Das lasse ich mir tatsächlich nicht unterstellen. Irgendwo hat da der Spaß tatsächlich auf. Du hast gerade selbst gesagt, Kev. Ich bin rechts abgebogen. Das war ja, dann musst du das auch so sagen. Nein, ich bist bin... Du also, bis vor oder das, rechts? Such's dir aus, wie du es lieber hast. Nein, aber selbst wenn es so wäre, ist es nicht so. Och, Kev, du musst nicht bei jedem, habe ich dir schon mal gesagt, musst nicht immer bei jedem Spruch immer nicht erklären. Nimmst du einfach mal als doofen Spruch. Nein, Moment, halt. Doofer Spruch, ja, hin und gut, aber gerade bei sowas bin ich da ein bisschen, möchte ich das gerne, durchaus gerne mal ein bisschen ja, ausschließen. Also, nein, alles gut. Du musst jetzt nicht jedes Mal eine Erklärung zu allem liefern. Ja, wenn mir aber jemand sagt, ich bin, nein, weiter, ist geil. Alles gut. War ein blöder Spruch, war auch okay, war witzig. Wenn der nochmal alles gut sagt, weiß ich ihn auch, ne? Das weißt du. Wird passieren. Machst du jetzt heute den Enrico oder was? Naja, das Problem ist nur, beim Kevin würdest du gerne vorne reinbeißen. Da ist nichts, da beiß ich ins Leere, da kannst du mit der Frau was machen. Ja. Oh, jetzt hier. Zähne. Oh, Hilfe. Halleluja. Könnte das Boot die ursprünglich mal schneller fahren oder ist das wirklich so langsam, das Ding? Oh nein. Shit, okay. Wir sind vor allem noch in der ersten Runde, ernsthaft? Ja, what the fuck? Die drei Runden, ne? So, dann fahren wir mal links oder fliegen wir mal links rum. Was ist schon, ihr seid wesentlich weiter als ich. Alles gut. Naja, wir sind schon wieder im Flugzeug. Bist du der wenigstens schon im Boot? Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. Ja, da hole ich den Kevin von hinten, das ist schön. So weit kommst du gar nicht. Ich bin schon fast durch wieder im Flugzeug. Weil ich bin um... Aber das wäre auch dann falsch rum, Sven. Ich meine, er ist doch eigentlich dafür, hinter dir zu stehen. Nee, der Kevin steht auf beide Seiten. Ah ja. Du musst Kevin doch nur angucken, da weißt du Bescheid. Alter, boah, wie soll denn das gehen? Oh, Alter. Oh. Warte, ich fliegst durch. Also bei manchen Checkpoints da hast du echt Angst, du machst dir gleich eine Hose, so eng wie das ist. Du magst es doch eng.
Nee, das, das stimmt. Ich bin schon fertig mit der ersten Runde. Ernsthaft? Ich bin schon in Runde 2, ja. Oh, Vollgas durch die Kurve, Alter. So wie, dann, so wie Markus klingt, ist dann nicht nur bei Runde 1, sondern bei Runde 3. Wahrscheinlich. Die Frage ist, bei wem? Nein! Was haben wir denn? 23 Sekunden Rückstand. Uiuiui. Ah, gut, Platz 2 ist es dann halt. Gut, bei drei Leuten braucht man nicht viel erwarten an Action in den einzelnen Rennen. Ja, aber deswegen habe ich halt gerade solche abgefahrenen Rennen hier genommen, weil man da halt auch trotzdem selber noch mit sich zu tun hat. Naja, so, vollkommen okay. Zu schaffen. Vollkommen okay. Ein normaler Kurs, ja, der wäre jetzt ein bisschen öde, aber dieses Verwandlungszeug ist ja trotzdem irgendwo eine Herausforderung, weil man ja gucken muss, wie man selber gerade das mit dem Flugzeug schaffen oder hier mit den Röhren hier, das ist ja alles doch ziemlich schwierig. Ja. Na gut, natürlich hätte man gerne mal einen Gegner um sich rum, wenn man dann so um Platz 1, 2 kämpfen müsste, aber dafür habe ich auch ein bisschen viel Fehler drin gehabt. Ich bin ja jetzt gerade auch schon wieder, wo ich vom Flugzeug aufs Auto eingestiegen bin, vor der zweiten Runde von der Strecke runtergeflogen. Ja, nur für drei Leute ist halt die sinnvolle Auswahl an Spielmodi echt sehr... Ja, klar, Deathmatch und so. Gut, Last Team Standing wäre eine Möglichkeit, aber da hast du... Ja, gut, nee, klar. Deathmatch wenn dann, nicht Last Team Standing. Last Team Standing, wenn wir 2 gegen 1, wäre scheiße. Ja, gut, okay. Gut, bei dir Last Team Standing stimmt, ja. Deathmatch kommt noch. Normales Deathmatch kommt dann nachher noch. Das kann ich schon mal sagen. Naja. Sogar eins, womit praktisch fast alles hier angefangen hat. Ich sag mal, treffe ich den in Checkpointen? Ich bin gespannt, welches das ist. Jetzt, ich hab'n, es geht weiter, meine Damen und Herren. Hauen Sie mir zu, Sie wissen, wie man verliert. Ich bin Space Car. Oh nein, da ist eine Scheißkarte. Aua. Und ich hau jedes Mal diese Röhre raus, wenn ich da über die Dings gehe. Ja? Über die, wo die Blockierungen drin sind, wo ich mich eben auch rausgehoben hat. Das will ich jetzt schon wieder rausgehauen. Was meinst du, Markus? Ich wollte nur gerade sagen, gut, dass hier Schiffe dabei sind, also Boote, da passt mein Outfit ganz gut. Das stimmt wohl, ja. Ich kann auch rückwärts die Rohre lang fahren, weil ich fahre die ganze Zeit rückwärts. Nein! Hui! Husch! Rasier dich mal! Wieso? Busch? Mach's lieber nackt, Cap? Ich mag's glatt! Er braucht einen Pfeil! Ein Pfeil? Achso. Ja, so einen rasierten Pfeil! Ja, ich hab den Zusammenhang jetzt gerade erst. Ach, damit er wenigstens weiß, wo er hin muss. Ja, okay, Cap, hast du euch. Ich hab's Navi, alles ist gut. So, jetzt. Oh ja. Hauptsache, ich bin eigentlich gerade weiter weg von Markus als Sven von mir. Alle, hoppsala. Also, die Nussschale ist wirklich eine Katastrophe. Ich bin aber froh, irgendwie, dass nächste Woche viele nicht können. Da fühle ich mich wenigstens nicht ganz so schlecht, dass ich nächste Woche nicht kann. Ja, ich muss mal ehrlich sagen, das ist eine schwache Leistung von euch allen. Ja, ich könnte schon, aber... Ach komm, hör auf zu heulen, Busfahrer. Was jetzt? Boah. Nee, wie gesagt, ich könnte schon, nur ich muss halt samstags früh bis... samstags bis 1 Uhr nachts arbeiten. Und Sonntag dann auch schon wieder. Nur noch 8 Stunden zum Schlafen. Ja, wenn jetzt Hardcore unbedingt was gemacht werden muss, dann wäre ich auch mit da, aber... Nee, also ich kann, also, wie gesagt, auf jeden Fall nicht, weil Enrico ich... Enrico ist raus, Baby wäre da theoretisch, ja, aber ich würde es eigentlich... Wir haben so viel Material da, ist es kein Problem, das mal ausfallen zu lassen. Ich halte euch nicht davon ab, aber ich kann halt einfach nicht, weil ich den Sonntag meine Formel-1-Liga bei einem Langstrecken-Event vertrete, deswegen... Du brauchst das nicht zu rechtfertigen, warum du nicht kannst. Du kannst doch, nicht er hat sich zu rechtfertigen. Er hat sich zu rechtfertigen, Maurus hat sich zu rechtfertigen oder zu rechtsfertigen? Rechts, links, wir sind flexibel, wir nehmen alles. Bist du flexibel? Bist ja, das sieht man ja bei euch beiden.
Nein, aber wie gesagt, wenn ihr unbedingt spielen wollt, können wir das gerne tun. Gib mir noch 2-3 Tage und der Charakter ist fertig. Da hat der Cap nicht mehr, wo er sagen kann, ich will die blonde Bitch haben. Ich will die. Kennst du eigentlich diese Langstrecken-Events, Kev? Bei Formel 1? Wie gesagt, ich fahre schon seit Ewigkeiten kein Formel 1 mehr. Ja, ich weiß, aber hast du vielleicht ja schon mal irgendwo was von gehört? Ja, vielleicht mal ab und an, aber... Ich glaube, haben eure nicht auch manchmal dran teilgenommen? Wir haben nur 100% Rennen, Duell der Ligen gefahren, sind die gefahren, ja. Ich bin selber schon 2 mitgefahren. Ja. Aber ich gehe da gnadenlos unter, weil das einfach irgendwelche Profis sind. Und ich bin froh, wenn ich ins Ziel komme. Weil ich einfach kaum noch fahre. Ich fahre wirklich kaum noch. Na, nächstes Wochenende, da findet von Freitag bis Samstag, von Freitagabend bis Samstagabend erst ein 24-Stunden-Event statt und dann gibt es am Sonntag noch ein 12-Stunden-Event und da fahre ich halt mit. Nee, aber ich kenne sowas eigentlich von GTA, hier von Gran Turismo. Ja, ich hab's ja geht auch. Ich bin bei Gran Turismo 3 damals auf der PS3, da habe ich tatsächlich schon ein 24-Stunden-Rennen gefahren auf dem Nürburgring. Da habe ich damit 6 Stunden in der Nacht gefahren. Du hast immer so einen Tunnelblick drin, du fährst einfach nur noch. Ja, nee, das ist bei Formel 1 ist das anders. Du müsst euch so vorstellen, das sind alles 100% Rennen, die dauern ja circa 2 Stunden, so ein Rennen, ja. Und da ist es dann halt so, dass immer alle 2 Stunden fahren 2 Fahrer für ein Team ein Rennen. Und dann wird abgewechselt, dann wird das nächste Rennen gefahren. Und dann wird zum Schluss halt praktisch die Abstände der Rennen zusammengerechnet und je nachdem, wer dann da vorne ist und dann noch mit Strafen und so, der hat das Event gewonnen. Okay. Ja, wie gesagt, für mich wäre das nicht einfach von der Zeit her. Weil ich keine 24 oder was auch immer, wie viel Stunden Zeit habe, immer ständig wieder zu fahren und dann aufzuwachen und dann wieder zu fahren und dann das wieder schlafen. Ja, das könnte ich auch nicht. Ich könnte nicht, also es gibt wirklich welche, die dann sich um 2 Uhr nachts im Wecker stellen und dann 100% Rennen zu fahren. Also habe ich damals bei dem Gran Turismo gemacht. Da bin ich dann 4 Stunden geschlafen und wieder 4 Stunden gefahren und dann wieder gewechselt und sowas. Das ist aber, das mache ich nicht. Ich hoffe, da jedes Mal. Bei Project Cars ging das ja sogar richtig einzustellen. Da konntest du ja richtig einstellen, Zeitrennen. Bei dem Gran Turismo-Ding auch. Ich glaube, Gran Turismo 3 war das, glaube ich. Uiuiui. Nee, bei der 4 war es. Heute Abend 17 Uhr kommt auch noch ein kleines Event, das werde ich dann auch auf Twitch übertragen. Da machen wir veranstaltet einer ein GT-Sport Verabschiedungsrennen sozusagen. Okay. Weil er dann bald Gran Turismo 7 kommt und so als Verabschiedung von Gran Turismo Sport und dieser Zeit mit dem Spiel gibt es da halt so ein kleines Event. August, findest du neue Formel 1 Fahrzeuge? Sind einige schöne dabei, muss ich sagen. Also wenn ich mal ehrlich bin... Ich finde, die sehen echt gut schnittig aus, aber was die Leistung anbetrifft, muss man halt dann erst dann in der aktiven Saison dann sehen. Na klar. Also ich finde da einige schöne dabei, wenn ich mal so ein bisschen da reingrätschen darf. Ich finde den Alpine sehr cool, ich finde den Aston Martin wirklich extrem schick. Das sind so meine persönlichen Favoriten. Also von der Lackierung her, McLaren, Alfa Tauri und Ferrari. Alpha hat ja gerade auch heute sein Auto vorgestellt, erst heute Morgen oder heute Nacht, wie auch immer. Ist auch nicht schlecht. Ja, also nein, wirklich, man muss sagen, auch der. Also, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, es ist jetzt ein Auto, was mir absolut gar nicht gefällt. Also, die gefallen mir wirklich alle extrem gut. Aber sagt, für mich ist erst Martin halt neben Alpine mein absoluter Favorit. Ich meine, klar, Ferrari sieht halt rot aus, so wie immer, aber ich finde, mit dem neuen Schnitt des Autos sieht das eigentlich ganz, ganz, ganz aggressiv aus, sag ich mal so. Es hat schon echt. Ich hoffe, es wird einfach eine spannende Saison, so wie die letzte, Ferrari. Unabhängig jetzt davon, wie die Saison geendet ist. Kann gerne vielleicht mit 1-2 Fahrern mehr so weitergehen. Ich glaube, so großen Favoriten, klar, Favoriten werden natürlich sein Hamilton und Verstappen, meiner Meinung nach. Aber ich denke mal, auch Norris hat vielleicht eine Außenseiterchance oder Russell, klar. Mal schauen. Weißt du, was mich nur an der ganzen Sache immer so gestört hat, an dieser ganzen Abu Dhabi-Geschichte, dass das alle so auf Max Verstappen abgeladen haben. Der dafür überhaupt nichts kann. Was kann Max Verstappen für die Scheiße, die Masi, Wolf veranstaltet haben? Das ist so wie... Greifst an. Das ist so wie, wenn jemand sagt,
du hast ja die Millionen nicht verdient, als wenn du sie nicht nehmen würdest. Wer würde denn nicht an Max Verstappen Stelle da das überholen? Andersrum wäre es genauso, genauso gewesen. Als ob ein Hamilton gesagt hätte, nö, ich finde es unfair, ich ziehe zurück. Der hätte vollkommen, wäre genauso drauf gekommen. Der Verstappen kann absolut nichts für diese Politik, die hinter den Kulissen zwischen Horner, Wolf und Masi da stattgefunden hat. Überhaupt nichts. Der ist auf der Strecke gewesen, ist ein Rennen gefahren. Ja, dass der hat ja einen besseren Reifen gehabt, deswegen war es so einfach. Ich meine nur, dass da irgendwelche zwielichtigen Entscheidungen getroffen wurden, Bernes Fans. Du musst übrigens weiterfahren, Sven, weil es läuft, kommt noch kein Countdown. Ich hab's genau wieder ausgehebelt aus der Ecke. Gleich wie eben. Nein, aber wenn ich ehrlich bin, die haben ja auch damals in den Jahren, wo zum Beispiel die Situation mit Glock war 2005 oder jetzt auch im letzten Rennen mit Latifi, die haben die Fahrer angegriffen nach dem Motto, ihr habt das mit Absicht gemacht. Nein, haben sie nicht. Glock hatte die falschen Reifen in dem Wetter damals und Latifi hat halt das Auto verloren. Nee, was ich aber sagen muss, ist, dass Hamilton und Bottas jeweils den Verstappen abgeschossen haben, wo er Erster war. Das ist unbestritten. Ja, und guck ich bei einer sinnlosen Aktion. So, und dann regt sich der Hamilton auf. Ja, der hat mir das Rennen geklaut oder die Weltmeisterschaft. Aber was hat denn der die Saison die ganze Zeit geleistet? Wenn der Verstappen vorne war, hat er rausgeschossen und das bei fast 300 km/h. Silverstone, also, bitte. Also unabhängig davon, wie das Finale jetzt gelaufen ist. Mal das jetzt daneben zur Seite gestellt. Ist für mich Verstappen der verdiente Weltmeister. Punkt. Guck dir alleine mal die Situation an. Max Verstappen, gut, da war Hamilton nicht beteiligt, aber guck dir alleine die Situation in Baku an, wo er das Ding haushoch geführt hat und dann plötzlich der Reifen weg. Hätte das Ding gewonnen, wäre das vorher schon entschieden gewesen. Das Geile war nur, wo der Hamilton vertreten, wo der Hamilton vertreten wurde vom Von Russell. Letztes Jahr bei Reihen, ja. Und auf einmal schafft Mercedes das, was sie die ganze Zeit nie geschafft haben, den Boxenstopp zu versauen. Nur weil der eine Bestzeit gefahren hat mit dem Mercedes. Die wollten den Bottas nicht bloßstellen. Die wollten Hamilton nicht bloßstellen. Die wollten, weil Hamilton nicht da war, Bottas ist der Stammfahrer, Russell ist ein Ersatzfahrer, wollten sie den Bottas nicht bloßstellen. Und deswegen haben sie Da hast du gemerkt, dass wirklich nur am Auto lag. Hier am Fahrer. Hamilton ist kein Schlechter, das muss man einfach mal sagen, aber trotzdem, er hat immer schon von Anfang an ein gutes, extrem gutes Auto gehabt. Ganz anders als ein Schumacher, der zum Beispiel damals zu Ferrari gewechselt, wo Ferrari nirgendwo war und sein Team aufgebaut hat. Warte mal,